Herzlich willkommen zu H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten, Episode Nummer 9. Heute geht es auch nicht um das Gestalten von Inhalten, aber wir werden mal einen Blick in die Zukunft werfen, welche Inhaltstypen es demnächst denn rauskommen. Das Schöne ist ja, H5P ist ein offenes System, das heißt, man kann natürlich immer warten, bis das Kernteam ein bisschen Zeit hat und die Inhaltstypen auch offiziell rausgibt und man die über den normalen Hub, wo man sonst so einen Inhaltstyp auswählt, auch installieren kann. Kann man aber vorher machen und wer jetzt gleich irgendwas sieht, was er schon gut findet und installieren möchte, der kann das tun. Ich zeige auch gleich, wie das geht. Aber wie immer, erstmal muss ich meinen Bildschirm dafür freischalten und heute wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe heute drei Bildschirme offen, weil ich die gleich brauche alle. Also, fangen wir erstmal mit dem hier an. Was ihr hier seht, einen Link dazu gibt es natürlich in der Videobeschreibung, ist ganz klar. Das ist eine Seite, die hat Peter Baumgartner aufgesetzt. Und Peter hat tatsächlich mal diverse Sachen gesammelt zu H5P, damit die mal gebündelt sind, weil das halt sehr verstreut ist. Und unter anderem gibt es eben diese Unterseite, zu der man übrigens auch Sachen selbst hinzufügen kann, zu dem ganzen Komplex hier. Und er hat jedenfalls diese Unterseite angelegt mit so Sachen, die jetzt nicht direkt immer auf der Seite von h5p.org zu finden sind. Und wenn man ein bisschen scrollt, dann steht da unten auch schon Content Types. Und die gehen wir jetzt einfach nach und nach durch. Ich glaube, ich habe 12 heute im Programm tatsächlich. Ich habe vorhin auf Telegram geschrieben, 10 machen wir mindestens. Das kriegen wir auch hin. Das heißt, ich zeige hier nicht im Detail, sondern nur ganz kurz. Ich sage euch, was ihr machen könnt und später könnt ihr dann einfach schauen. Könnt ihr in Ruhe nochmal selber schauen, ob das was für euch ist und ob ihr das installieren möchtet. Das mit dem Installieren zeige ich erstmal vorweg, also nicht irritieren lassen. Ich gehe jetzt erstmal auf diesen ersten Link hier, Cornel Notes. Den mache ich erstmal auf. Und das ist einfach nur ein Link zu einer Seite, wo ich das mal reingestellt habe. Und ich zeige mal erstmal nicht, was der Inhaltstyp ist, sondern nur, wie ihr den installieren könnt. Wenn ihr das noch nicht wisst, bei H5P kann man diese Inhalte ja runterladen, sofern der Autor das nicht unterbunden hat. Das heißt, hier unten gibt es immer diesen Reuse-Knopf. Und wenn man da draufklickt, dann muss ich erstmal gar nichts, weil ich nicht richtig, meine Maus ist, glaube ich, kaputt. Dann geht halt dieses kleine Overlay auf und dann steht, man kann dieses H5P-Datei runterladen. Und das mache ich jetzt. Ich schmeiße das einfach mal auf meinen Desktop hier, da. Da lege ich jetzt diese Datei ab. Das ist natürlich jetzt erstmal nur der Inhalt, aber wenn ihr in den früheren Folgen schon dabei wart, dann wisst ihr, dass in diesen Inhalten, in diesen Dateien, da ist jetzt nicht nur das drin, was ihr hier seht, also in dem Fall der Link zu dem Video zum Beispiel, das ich da benutzt habe und den Text, den ich angegeben habe, sondern auch die Bibliotheken, sogenannte, die H5P braucht, um diesen Inhaltstyp abzuspielen. Also letztlich dieses Cornel Note, so heißt das, das ist da drin. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nur diese Inhaltsdatei, aber wir haben gleichzeitig auch diese Bibliothek, die wir zum Abspielen brauchen. Wenn wir jetzt, also ihr habt die Datei, wenn ihr jetzt auf eurem System seid, ich gehe jetzt hier beispielhaft einfach mal in meinem WordPress. Ist ein ganz normales WordPress, ist auf Englisch, weiß ich. Das benutze ich hier lokal, um auf dem Rechner zum Testen. Und wenn wir hier nochmal nach Cornel Notes suchen würden, da ist, also Cornel, da seht ihr, ist nicht dabei. Ne? Wenn ihr das aber haben wollt, könnt, was man machen kann, man kann ja den Inhalt hochladen, den wir gerade runtergeladen haben, das wisst ihr. Und ich wähle also genau die Datei aus, die ich gerade runtergeladen habe. Da Demo of Basic HFP Cornel Notes, habe ich das auch richtig mal genannt. Und wenn ich das mache, lädt er eben den Inhalt hoch und H5P wird feststellen, da ist eine Bibliothek, die heißt irgendwie h5p.cornel, die habe ich gar nicht. Gucke ich doch mal, ob die in dem Paket drin ist. Und wie ihr seht, ja, ist sie offensichtlich, denn hier steht jetzt Added One New H5P Library. Das ist genau die Bibliothek, die gefehlt hat. Das heißt, sie hat einfach mit hochgeladen. Und von daher kann ich jetzt einfach, ihr seht, das ist jetzt so würde der Editor aussehen von dem Ding. Ich kann jetzt auf, hier heißt das, Create klicken und dann speichert er den Inhalt halt ab. Und den habe ich jetzt hier drauf, wie man es erwarten wird. Und offensichtlich hat er ja auch die Bibliothek mit installiert, also dieses Cornel. Können wir nochmal nachgucken, wenn wir jetzt ein neues anlegen wollen, also Add New. Dann können wir jetzt nach, also jetzt auch schon ganz oben, da seht ihr schon, hier ist Cornel Notes, also ist jetzt installiert und könnte ab sofort benutzen. Das geht. Also man sieht, dass es nicht direkt von dem H5P-Hub kommt, weil man keine Beschreibung sieht darunter. Die kommt halt sonst immer von dem Server. Aber das geht. Einschränkung. Manchmal ist es, das kann bei WordPress so sein, meistens ist es eher bei Moodle der Fall. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Dass die Administratoren die Rechte ein bisschen eingeschränkt haben für die NutzerInnen. Das heißt, wenn ihr das Moodle nicht selber aufgesetzt habt, kann es sein, dass ihr nicht die Rechte habt, um Bibliotheken, um H5P-Bibliotheken zu installieren. Dann bekommt ihr eine Fehlermeldung, wenn ihr das hochladet. Da steht dann eben, die Bibliothek H5P Cornel fehlt. Das heißt einfach,
Also die ist zwar in der Datei dann drin, aber die fehlt halt auf der Plattform und deshalb kann der Inhalt nicht dargestellt werden. Das ist dann immer der Hinweis, da muss dann leider ein Admin ran und diese Datei mal installieren, aber danach könnt ihr das auch benutzen, wenn ihr möchtet. So, das war WordPress, das brauchen wir nicht mehr. Das können wir zumachen. Ach, jetzt habe ich hier wieder dieses Zoom-Fenster. So. Zack, also WordPress zu. Ich zeige nochmal einmal ein Moodle. Ich kann das da hochladen, aber das ist jetzt eben, jetzt hätte ich das Fenster nicht zumachen. Ihr habt ja eben gerade diesen H5P-Hub gesehen, den habt ihr eigentlich immer. Es sei denn, ihr benutzt eine neuere Moodle-Version und benutzt nicht das H5P-Plugin, sondern die H5P-Version, die da mitkommt. Das ist ja alles so ein bisschen anders. Das hat diesen Hub gar nicht. Der kommt vielleicht nochmal, aber im Moment hat es den nicht. Und da musste man das anders installieren. Das habe ich auch noch nie gemacht. Wir machen jetzt einfach mal so eine Live-Premiere für mich auch. Ich habe sowas noch nicht ausprobiert auf dem neuen Moodle. Aber ich weiß, man müsste hier auf diesen Inhaltsspeicher gehen. Der heißt im Englischen Content Bank. Und hier könnte ich jetzt natürlich Inhalte hinzufügen. Jetzt könnte ich hier H5P-Krams aussuchen. Oder ich kann auch eine Datei hochladen. Und in der Theorie muss das eigentlich genauso funktionieren. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder die Datei von meinem Desktop. Da ist sie. Und wir gucken mal, was passiert, wenn man es macht. Einmal Upload hier, Save Changes. Jetzt bin ich selber gespannt. Eigentlich sollte er jetzt auch diesen Inhaltstyp, da ist er, dann hat alles wunderbar funktioniert. Ne? Also da ist der Inhaltstyp, landet man nicht direkt im Editor, weil das jetzt im Inhaltsspeicher ist. Aber meine Vermutung, wenn ich das jetzt zumache und einen hinzufügen möchte, müsste hier jetzt auch Cornell Notes auftauchen. Wollen wir mal schauen. Cornell Notes, da ist es. Ich kann auch den Bildschirm noch ein bisschen größer machen. Da ist Cornell Notes. Zack. Also so funktioniert es das auf dem Moodle-Abversion 3.9, wenn ihr da die Moodle-interne H5P-Version benutzt. Also jetzt wisst ihr, wie man Inhaltstypen installiert. Jetzt gucken wir uns doch endlich mal an, was die können und was denn so demnächst kommt. Also Moodle machen wir auch zu. Da kommen wir gleich zu. Cornell Notes, da waren wir gerade. Also Cornell Notes, wer das Konzept nicht kennt, der Cornell Notes, das ist ganz allgemein. Soll Lernenden dabei helfen, Texte oder Videos oder Audiodateien, was auch immer, ein bisschen systematischer zu erfassen. Das heißt, man soll sich Notizen machen, aber strukturiert nach einem bestimmten Schema. Und das ist jetzt hier zweigeteilt, weil der Platz nicht reicht. Wenn der Platz für H5P ein bisschen größer ist, dann seht ihr auch beides nebeneinander. Also beides. Erstens, das ist ja der Inhalt offensichtlich. Also ich habe ein bisschen Text vorgegeben. Und der Video ist jetzt eigentlich hier mein Inhalt, den ich erfassen soll. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Stift klicke, da oben in der Ecke, dann habe ich drei Felder, weil die Idee ist, zuerst mal fängt man hier rechts in diesem Feld an und schreibt sich alle Notizen unter, so die Details und Jahreszahlen und Definitionen und Formeln, so als erster Schritt, alles, was vielleicht wichtig ist in diesem Video. Kann man natürlich auch noch mit ein bisschen Beschreibung hinterlegen, dass dann klar ist, was da rein soll. Das zweite ist dann so, zweite Stufe, wenn man das gemacht hat, die ganzen Notizen erstmal runtergeschrieben hat, so geht man in quasi in dieses zweite Feld hier, in dieses, das mit Recall behandelt ist. Da geht es dann darum, das, was man vorher gemacht hat, nochmal so ein bisschen vorzusortieren. Was waren denn jetzt wirklich so die Kernideen da dran? Welche Formeln waren denn wichtig? So als erster Schritt, dann hat man nämlich mit dem Inhalt schon mal ein bisschen gearbeitet. Und ganz zum Schluss soll man für sich noch auch nochmal eine Zusammenfassung schreiben des ganzen Inhalts. Und der Clou bei dem Ganzen ist, das ist ja schön und gut, der Clou bei dem Ding hier ist, wenn die Plattform das erlaubt, wenn das eingeschaltet ist, dann bleiben die Notizen auch bestehen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen ganzen Kurs habt, der über mehrere Wochen geht, dann habt ihr da vielleicht verschiedene Inhalte drin mit diesen Cornell Notes, wo ich jetzt hier mein Video angucke und mir dann meine Notizen zu machen oder ein Audio anhöre oder einen Text lese und meine Notizen mache. Die Notizen bleiben gespeichert. Das heißt, ich kann einfach später wiederkommen und meine Notizen nochmal vorkramen und ergänzen oder eben damit lernen, was ja ganz praktisch ist für Klausuren. Das heißt, man hat muss eben nicht sowas machen, wie ich habe vielleicht einen Kurs irgendwie in Moodle und dann muss ich mir auf Papier irgendwie Notizen machen oder irgendwo anders und die nachher wieder zusammensuchen, sondern ich habe meine Notizen immer direkt bei dem Inhalt auch dabei. Das kann man mit Cornell Notes machen. Oder wenn ihr Cornell, das Schema Cornell nicht braucht, dann nehmt ihr halt nur ein Feld davon und macht euch einfach so Notizen an den Inhalt. Geht auch. Das ist Cornell Notes in Kürze. Gehen wir einfach mal weiter durch. Haben wir nicht so viel Zeit. Der zweite, Structure Strip. Machen wir den auch mal auf. Structure Strip ist entstanden auf Wunsch meiner Freundin tatsächlich. Die ist Lehrerin. Und es gibt wohl häufig das Problem, dass Lernende so die Proportionen von Texten, die sie schreiben sollen, nicht richtig einschätzen können. Also sie müssen das auch natürlich auch lernen. Das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, könnte Beispiel sein, dass der, wenn man so ein klassisches Schema hat, Einteilung, Hauptteil, Schluss, dass der Hauptteil irgendwie viel kürzer ist als die Einleitung. Also es kommt schon mal vor. Und in der Papierwelt gibt es dann so ein, also ein Konzept dafür, das nennt sich Structure Strip.
Structure Strip, Strukturstreifen. Könnt euch wirklich wie so ein, also wenn ihr DIN A4 Papier habt, von der Länge auch in DIN A4 vorstellen, und da sind dann vielleicht drei Abschnitte grafisch auch wirklich vorgegeben, also so ein Block für die Einleitung, der vielleicht, sagen wir mal, so eine Seite hat 28 cm, vielleicht 5 cm für die Einleitung und dann nochmal, weiß ich nicht, 20 cm für den Hauptteil, 3 cm für den Schluss oder sowas in der Art, einfach damit man beim Schreiben schon merkt, okay, das sind die Proportionen. Hat natürlich so ein paar Pferdefüße, wenn ihr anfangt zu schreiben auf Papier, merkt ihr irgendwann, okay, jetzt bin ich ja schon am Ende von dem Platz für meine Einleitung. Wie lösche ich da jetzt was weg? Das ist alles ein bisschen blöd. Und ich habe gedacht, ich digitalisiere das einfach mal. Und genau das seht ihr hier, so in zwei Varianten. Also im Prinzip habe ich auch virtuell abgebildet diesen Strukturstreifen, der von der Länge jetzt, von der Höhe nicht so einen Sinn ergibt. Aber was der im Hintergrund macht, der würde jetzt einfach mitzählen, wie viel er schreibt. Und jetzt müsste ich mal gucken, hier habe ich geschrieben, Successes and Failures, also ne, für den Text, den man irgendwie gelesen hat, soll irgendwie dreimal so lang sein, jeweils wie Einleitung und Hauptteil und Schluss. Und ich tippe jetzt hier einfach mal so ein paar Buchstaben ein, so wahllos, so, damit man das sieht. Das kann ich jetzt machen, hier sieht man erstmal noch gar nichts, weil das hier so eingestellt ist, dass ich erstmal auf Check klicken muss. Bevor ich das mache, man könnte auf dieses Fragezeichen hier klicken. Dann bekommt man gegebenenfalls nochmal mehr Hintergrundinfos, was jetzt in dieses Feld rein soll oder woran man denken soll. Das kann man halt hier hinterlegen, brauchen wir jetzt aber nicht. Und wenn man dann auf Check klickt, dann bekommt man den Hinweis, okay, dein Abschnitt Einleitung ist zu lang. Also ich muss mindestens 7 Zeichen irgendwie rausstreichen, weil der jetzt einfach nach den Proportionen guckt. Geht nicht um die absolute Länge dieser Texte, es geht wirklich nur um die Proportionen, dass es eingehalten wird. Und das macht halt dieses Programm. Das hilft einfach, wenn man einen Text geschrieben hat, zu gucken, passt das von den Proportionen her, und so lerne ich das halt. Und hier ist es natürlich viel einfacher, nochmal was rauszulöschen. Die Idee war, okay, das ist ganz gut in diesem Modus. Man wird nicht abgelenkt, sonst kann ich es hier weitermachen. Und ich sehe jetzt nicht ständig, also ich bekomme jetzt nicht gleich den Hinweis, irgendwie ist es zu lang, ist es zu kurz. Einige finden das aber besser. Und deshalb gibt es auch einen zweiten Modus. Hier ist nochmal ein bisschen was beschrieben. Hier seht ihr so kleine Streifchen darüber. Und ihr seht auch, hier ist dieser Check-Knopf irgendwie gar nicht. Und jetzt kann ich hier einfach mal wieder was eintippen. Und sobald ich in alle Felder was reingeschrieben habe oder genug reingeschrieben habe, dann werdet ihr feststellen, okay, das aktualisiert jetzt live, das, was zu lang ist. Also ihr seht schon, ne, steht schon 26 Zeichen zu lang, der hier unten, weil die anderen sollen ja dreimal länger sein. Ihr seht, wie das funktioniert. Hier ist okay, da ist einfach der Balken drin. Jetzt müsste ich nehme mal hier nochmal raus. Der fängt jetzt hier auch an. Also wenn ich hier schreibe, seht ihr, der Balken ändert sich. Und man kommt hier tatsächlich live angezeigt, wie gerade der Stand ist. Lenkt aber vielleicht ab. Da muss man sich einfach überlegen, was man möchte. Und Text kopieren und irgendwie woanders weiterverarbeiten kann man natürlich auch. Das macht Structure Strip. Gehen wir weiter. Oh, jetzt kommt der große Technikkniff. Also, AR Scavenger ist ein bisschen, sage ich gleich, der ist ein Ticken komplizierter zu installieren. Da reicht leider das Hochladen der Datei nicht einfach. Muss man ein bisschen mehr tun, noch zumindest. Seht ihr bei dem Text. Ich zeige einfach erstmal, was das ist. Vielleicht ist es auch gar nichts für euch, dann könnt ihr euch das eh sparen. Also, hier wäre so ein Beispiel drauf und ihr seht jetzt hier so komische Marker. Und die schiebe ich jetzt erstmal zur Seite. Die seht ihr jetzt gleich, ihr seht sie gleich wieder. Also jetzt brauche ich nämlich meinen dritten Monitor heute. Das haben wir da. Jetzt mache ich das hier noch auf. Und Moment, Fullscreen und das müsste der richtige sein. So, jetzt seht ihr schon ein bisschen was. Jetzt seht ihr rechts unten in der Ecke. Das ist das Fenster, das ich offen habe. Ich kann hier mal scrollen. Na, das habe ich hier. Was ich aber auch machen kann, jetzt mache ich das hier mal an. Ihr seht, noch nichts, aber jetzt seht ihr, ich habe hier auch mein Smartphone. Könnte ich jetzt, wenn ich das Kabel reicht, könnte ich es in die Kamera halten, das Kabel reicht nicht. Aber ich habe jetzt hier mein Smartphone offen und da habe ich die gleiche Seite offen. Und also ich könnte es auch mit dem Desktop machen, da ist der Effekt noch nicht so schön. Also ich habe jetzt hier diesen Inhaltstyp, das ist der H5P-Inhaltstyp, da klicke ich mal auf Start. Und jetzt seht ihr, die Kamera stockt. Ah, schade. Warum will er jetzt die Kamera nicht haben? Ich lade die Seite nochmal neu. Geht ja manchmal. Neustart hilft, ne? So, gehen wir nochmal drauf. Start. Ah, jetzt hat er die Kamera. Ihr seht, das ist jetzt mein Schreibtisch. Ne? Ein bisschen verstaubt, die Tastatur. Da arbeite ich dran. Und da seht ihr jetzt meinen Monitor. Und
So, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal gucken. Also, die Idee ist, ich kann verschiedene Sachen jetzt auslösen, indem ich diese Marker finde. Die Marker, jetzt gehe ich mal hier hin auf den anderen Bildschirm. So, das scrollt hier. Das sind sogenannte Marker, die können jetzt auf dem Bildschirm sein, die könnten aber auf Papier sein oder könnt ihr irgendwo draufdrucken. Und, oh, jetzt habt ihr das vielleicht schon gesehen. Jetzt war ich hier. Also, was jetzt passieren kann, dass ich mit diesem Smartphone einen Marker finde. Und ich fange mal mit dem zweiten an. Ich versuche mal, also nur diese Ente, jetzt komplett durcheinander mit dem ganzen Bildschirm. Also, die Ente. Und wenn ich jetzt darüber gehe, oh, jetzt seht ihr hier meinen ganzen, guckt mal, Mateflaschen. Und das ist jetzt ein bisschen weit weg, da kommt er nicht hin, aber ich habe Duck noch hier. Also ich habe es ja hier auf dem Bildschirm. Ihr seht, da ist jetzt so eine kleine Ente. Das heißt, ich kann so einen Marker ein 3D-Modell zuordnen und das kann ich mir offensichtlich dann angucken. Also jetzt am Bildschirm natürlich ein bisschen witzlos, aber das kennt ihr vielleicht so aus Büchern, dass die manchmal so angereichert sind mit 3D-Modellen. Das kann man halt mit H5P auch machen, ne? Also könnte ich halt meine Inhalte anreichern. Das ist ganz nett. Die Ente ist natürlich jetzt nicht so spektakulär, aber also man kann wirklich drumherum gucken. Aber es geht. Das andere ist, dass wenn man so Richtung Schnitzeljagd denkt, also ihr könnt euch vorstellen, ihr versteckt irgendwo in der Schule oder auf einem Gelände irgendwelche QR-Codes. Und was man, ah, jetzt wäre falscher Screen hier, was man machen könnte, man könnte auch, also nicht nur 3D-Modelle dahinter klemmen, sondern im Prinzip alle H5P-Inhalte, die es so gibt. Und das könnte zum Beispiel so sein, also ich bin jetzt mal hier, so, ihr seht das, und jetzt, zack, da hat er jetzt den Marker gefunden, den Hero-Marker. Und ja, was dann passiert, offensichtlich liegt dahinter, also ich habe es auch gar nicht Vollbild gemacht, wäre ein bisschen imposanter gewesen. Offensichtlich eine Multiple-Choice-Frage, die ich jetzt beantworten kann, ist das ein cooler Inhaltstyp? Ich sage mal nein. Und er sagte, naja, hoffentlich änderst du deine Meinung. Und so kann ich halt beliebig viele Marker da verstecken. Ich könnte aber auch, es könnte auch ein H5P-Video sein, oder, also interaktives Video, es kann einfach Text sein, es können Bilder sein, es können Image-Hotspots sein, was ihr so von H5P kennt. Das kann dann halt über diese Marke ausgelöst werden. Und wer will, kann dann auch noch sowas wie eine Zusammenfassung hinten dran schalten. Wird vielleicht nochmal ausgebaut, dass es dann noch eine Punktauswertung gibt, ein bisschen ausgefeilt, aber seht jetzt hier, einen von allen Punkten gab es halt für diese Multiple-Choice-Aufgabe. Das heißt, ich habe auch am Ende sowas wie eine Gesamtauswertung und habe dann halt meine Schnitzeljagd fertig gemacht mit H5P. Also es ist ganz schön, wenn man dann halt wirklich den physischen Raum ja braucht. Achso, ich habe es jetzt mit dem Smartphone gemacht. Ich hätte jetzt auch einfach übrigens Marker in die Kamera halten können. Hätte genauso funktioniert. Aber die Idee ist halt eigentlich, dass es für das Smartphone ist. Okay, das ist AR Scavenger gewesen. Dann Sort the Paragraphs. Das ist ein bisschen schneller erklärt. Das ist einfach so die Idee, dass man Texte hat und die eine gewisse Reihenfolge bringen kann. Das ist wahrscheinlich so die Hauptidee. Also hier habe ich das mal als Beispiel gemacht mit so mit Ace of Spades von Motorhead. Und da müsste ich jetzt halt den Songtext in die richtige Reihenfolge bringen. So, das könnte man damit machen. Kann ich mir natürlich auch das Ergebnis angucken. So, zack, gar nichts richtig. Offensichtlich kenne ich Motorhead überhaupt nicht. Na, sagt er ja auch, you're not into Motorhead, are you? Andere Variante, wo man es vielleicht auch brauchen kann, vielleicht eher so für die Informatik, also da würde es auch gehen. Ist jetzt hier ein bisschen gequetscht, weil ich den Bildschirm wieder ein bisschen größer gemacht habe. Ja, also ich müsste jetzt hier so ein, welchen wollte ich, Insertion Sort ist ein Sortieralgorithmus, den könnte ich mir jetzt hier halt auch zusammenklicken. Entweder ich mache das über diese Tasten hier oder ich schiebe mir das so zurecht, wie ich das haben möchte. So, und wenn ich glaube, das hier ist Insertion Sort, dann würde ich halt nachgucken. Zack. Und würde mir auch anzeigen, wie viel richtig waren. Und das ist jetzt die Frage, welchen Modus braucht ihr? Gibt es zwei, habt ihr vielleicht gesehen. Das erste, in dem hier, da kommt es tatsächlich nur auf die richtige, wie soll man sagen, oder sagen wir mal hier, hier muss alles wirklich genau an der richtigen Stelle sitzen, sonst funktioniert halt der Algorithmus nicht. Da macht das Sinn, wirklich die einzelnen Felder zu prüfen. Hier ist das so, sobald da zwei aufeinander folgend richtig sind, also wo die Reihenfolge sind, dann wertet er halt das halt auch als richtig. Dann gibt es dafür auch Punkte. Weil wäre ja Quatsch angenommen, ich habe den ersten, die Reihenfolge wäre komplett richtig, nur den ersten hätte ich ganz nach hinten gesetzt. Und wenn ich dann 0 Punkte bekomme, so wären die ersten drei ja eigentlich richtig gewesen, nur der eine war an der falschen Stelle. Muss man sich überlegen, welchen Modus man braucht. Aber das kann man halt mit Sort the Paragraphs machen. Dann gehen wir gleich weiter. Pick the Symbols. Ah, ich brauche. Ups, das geht. So, pick the symbols. Sehr einfach für Lehrende. Ihr gebt einfach nur einen Text vor
Also den Text seht ihr hier und da, in diesem Text sind Lücken drin und die Lücken setzt der Inhaltstyp automatisch. Das Einzige, was ihr noch machen müsst zu dem Text, ist so ein Bündel von Satzzeichen vorgeben, die vielleicht richtig gesetzt werden müssen. So, und jetzt könnt ihr durchgehen. Aftergrade, also offensichtlich muss ich, soll ich da jetzt die richtigen Satzzeichen reinsetzen und ich sehe, hier ist das natürlich sehr einfach. Ich klicke mal hier auf das Feld und jetzt bekomme ich alle Symbole, die ich hier eingegeben habe, zur Auswahl. Da gehört natürlich ein Punkt rein. Und ich kann natürlich auch mal zwischendurch einfach mal, ich mache mal irgendwo was Falsches, so, damit ihr seht, wie das funktioniert. So, zack. Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann klicke ich auf Überprüfen und dann gibt er mir halt an, welche davon richtig waren. Ne? Also, wie man sich das denkt. Man kann sich natürlich auch die Lösung wieder anzeigen lassen. Überhaupt kein Problem. Ist für Texte gedacht, aber ist offen geblieben. Das, Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch Zahlen reinlegen oder Buchstaben, wenn ihr irgendwas habt, wo das Sinn ergibt, könnt ihr auf eurer Seite komplett frei. Das heißt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist eben den Text vorgeben und dann noch die Liste der Symbole, die hier erscheinen sollen, die man auswählen können soll. Den Rest macht dann H5P für euch. Und ob ihr Punkt, Komma, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Häkchen oder noch 10 andere Symbole drin sind oder Zahlen, das ist dann euch überlassen. Das ist Pick the Symbols, übrigens entstanden auf Initiative der Schule in Bubendorf. Die hat das finanziert. Und die hat aber nichts dagegen, dass der Quertext offen verfügbar ist. Sehr schön. Dann gehen wir weiter. Oh ja, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Advent Calendar ist noch eine Beta-Version. Das habe ich mal schnell an 2 Tagen zusammengehackt. Die Idee hatte ich schon vor 2 Jahren, glaube ich, 2,5 Jahren, habe nie Zeit gefunden. Und dann so Anfang November ungefähr hat Nele Hirsch, die kennt er bestimmt, hat mich dann mal gefragt, hier kannst du nicht mal so einen Inhaltstyp machen. Und Adventskalender habe ich gesagt, ja, ich keine Zeit für. Und irgendwie gesagt, waren dann Wahlen in den USA und ich habe mir die live angeguckt und dann war es langweilig. Ich habe gesagt, okay, programmiere ich ein bisschen was. Und dann in 2 Tagen. Ist nicht perfekt und jetzt weiß ich natürlich gar nicht, ob es im Designer-Modus ist. Ich kann natürlich jetzt, wir haben ja gar nicht mehr Dezember. Ich kann hier gar kein Türchen aufmachen, aber die Idee ist natürlich automatisch, dass ihr da Inhalte hinterlegt, könnte ein Bild sein, könnte ein Video sein, könnte eine Tondatei sein und dann kann ich die jeden Tag aufmachen. Geht natürlich jetzt nicht, weil wir nicht Dezember haben. Das heißt, wenn ihr nicht im Designer-Modus seid, wo euch das angucken könnt, ist er hier nicht, müssen wir bis zum Dezember warten. Aber ladet es euch runter, installiert mal Pferdefuß. Es ist für Mobilgeräte nicht so gut ausgelegt. Funktioniert aber, ist nicht schön. Ist eher für den Desktop. Aber ihr habt viele Sachen, mit denen ihr spielen könnt. Also könnt Schnee reinsetzen, seht ihr ja. Ist ganz nett. Habt ihr genug Zeit bis zum Dezember nächstes Jahr. Dann, das ist ein ganz schneller Completion Confirmation. Sperriger Name, ist auch überhaupt nichts Besonderes. Und Leute, die irgendwie Moodle benutzen, brauchen sowas auch nicht. Die haben das in 3-mal besser. Aber wenn ihr vielleicht irgendwie ein WordPress-System habt und ihr braucht nur eine Info, dass irgendwas abgehakt werden soll. Also zum Beispiel, ich habe einen Text gelesen oder ich bin mit einem Abschnitt fertig oder sowas und ihr wollt das irgendwie auffangen, dann könnt ihr das mit diesem Inhaltstyp, der macht nichts anderes als hier sagt ihr, worum es quasi geht. Hier gibt es so ein Feld zum Anmarkern und im Hintergrund wird, wenn ihr die anderen Episoden geguckt habt, wisst ihr, was das ist, ein sogenanntes XAPI-Statement rausgegeben, dass es abgeschlossen wurde und das kann man auffangen, weiterverarbeiten. Mehr macht das nicht. So, und jetzt bin ich offensichtlich ein Tool nicht gut. Ich habe es bestätigt. Also das ist der kleine. Brauche ich nicht groß zu erzählen. Wenn ihr Fragen habt, dann beantworte ich natürlich auch. Gehen wir weiter. Das ist falsch einsortiert. Das ist gar kein Inhaltstyp. Das ist ein WordPress-Plugin. Aber dann, Bingo. Bingo ist entstanden auf Wunsch von der guten Anja Lorenz, die gesagt hat, aber das seht ihr vielleicht nicht. Hier mache ich es nochmal ein bisschen größer. Das ist sehr klein. Ich fahre häufig mal auf Konferenzen und ich können wir da nicht irgendwie mal, kannst du nicht mal so ein Bingo entwickeln für H5P und so ein Bullshit-Bingo, dass man einfach nebenbei dann spielen kann, habe ich hier gemacht. Das heißt, sobald ein Wort gefallen ist, in dem Fall bei irgendeinem Vortrag vielleicht, also Blockchain, Innovation, ihr merkt, worauf es hinausgeht, irgendwie so Marketing-Krams eher, so Technik-Marketing-Krams, dann kann man es anklicken und irgendwann hat man halt 5 in einer Reihe oder auch 3, wenn man es eingestellt hat, oder 4, je nachdem, wie groß ihr das Bingo-Feld haben wollt. Und dann gibt es ein Bingo. Kann man so mit diesem Bullshit-Bingo spielen. Sinnvoller ist es natürlich, wenn man das vielleicht bei Tagungen und Konferenzen zum Einstieg benutzt. Und da stehen dann nicht irgendwelche Bullshit-Begriffe, sondern irgendwelche Sachen wie, finde jemanden, der ... und dann programmieren kann oder der grüne Socken anhat oder. Und dann geht man von Person zu Person. Und muss die Person fragen, wenn man eine gefunden hat, darf man das abhaken. Einfach ne, von der Idee her, um Gespräche anzuregen. Kann man auch im Englischunterricht benutzen, habe ich von jemandem schon gehört, die Dame benutzt das. Das
da einfach so Sätze draufstehen, die man sagen soll zu anderen. Das heißt, man geht einfach durch den Raum und ich spreche jetzt nicht vor der ganzen Klasse, sondern übt mal zu sprechen vor einer Person und so, also einfach zum Gespräch anregen. Gibt bestimmt noch mehr Einsatzfelder, die man nutzen kann. Man kann es auch mit Zahlen spielen, dann braucht man gar nichts groß einstellen, muss man keine Wörter eintragen, sondern hat man normales Zahlenbingo. Das funktioniert dann ganz genauso. Dann kann man das abhaken. Und irgendwann ist halt durch und dann fängt man von vorne an. Ich kann hier mal ein bisschen Platz machen. So, dann gehen wir weiter. Das ist Bingo. Dann haben wir noch Crossword. Das ist relativ neu. Ist entstanden. Oh, da ist der Link falsch. Was sehe ich gerade? Peter, du hast den Link falsch gesetzt. Dann müssen wir hier mal Crossword suchen. So, Crossword. Also das ist der Link falsch, aber ihr findet das auch auf der Seite, wenn ihr das mal eingibt. Ja, was könnte es sein? Jetzt ist es fast zu groß. Es ist ein Kreuzworträtsel und ihr seht hier das natürlich nicht, weil es hier nicht auf die Seite passt oder weil ich es so groß gemacht habe. Ich mache es mal einen Tick kleiner vielleicht, so dass man alles sieht. Ist jetzt auch die Mobilansicht, weil er feststellt, der Platz reicht in der Breite einfach gar nicht. Sonst würden, also ihr seht hier oben Kreuzworträtsel, darunter die Begriffe oder die Hinweise, die gesucht sind, ist halt der Mobilmodus, weil nicht nur Platz, aber ihr werdet es gleich sehen. Ich muss nicht ständig hoch und runter scrollen, das wäre Quatsch. Aber ihr seht, da sind die Hinweise. Und ich klicke jetzt einfach mal hier rein. Also die 1. Was ist die 1? Da unten würde es irgendwo stehen. Also 1, wie heißt das? Senkrecht. Könnt ihr jetzt runter gucken, ist auch markiert. Erscheint aber auch hier oben. So, also 1 runter. City that the HIV Conference in 2018 took place in. So, wenn man das weiß, dann trägt man einfach ein, sowas wie Melbourne. Und dann ist das richtig. Ihr seht, hier sind schon Sachen eingetragen, da steht jetzt ein N, hier steht Melbourne, weil das synchronisiert wird. Das ist nämlich ein Texteingabefeld. Das ist die Idee für Leute, die eben vielleicht sehbeeinträchtigt sind und nicht sehen können. Und also eine blinde Person könnte schlecht zum Kreuzworträtsel befüllen. Das heißt, für die blinde Person ist das letztlich nur eine Seite, wo Textfelder sind zum Eingeben. Ist nicht perfekt, weil natürlich so ein paar Hinweise durch das Kreuzung und die Kreuzung verloren gehen. Aber man kann es trotzdem noch bedienen. So, und irgendwann können wir ein bisschen was Falsches eintippen. So, irgendwann sagt man dann, man ist durch. So, und dann bekommt man halt die Auswertung. Gibt auch sowas wie Instant Feedback. Man kann sich das gleich anzeigen lassen, was richtig war, was falsch war. Ist man frei beim Einstellen. Ansonsten kriegt man halt wie gewohnt hier so eine Übersicht, was war denn richtig, was war falsch. Kann sich Lösungen auch anzeigen lassen. Ja, das kennt ihr auch. Und was hier auch noch drin ist, ist ein bisschen versteckt, aber es gibt diese kleinen Zeichen hier. Und wenn ich da draufklicke, dann gibt es noch zusätzliche Hinweise. Kann zum Beispiel ein Bild sein. Ich müsste mal gucken, hier ist es, glaube ich, ein Video. Nee, hier ist es nur Text. Vielleicht haben wir es hier. Also hier ist ein Video drin, also da kann man zusätzliche Hinweise auch noch geben. Also das ist ganz, ganz nett, wie man das gestalten möchte. Kreuzworträtsel. Habe ich gesagt, von einer Firma hier aus Hamburg finanziert, aber die hat auch gesagt, geben wir ruhig der ganzen Welt. Dann, was haben wir noch? H5P Matching. Wir sind gleich durch. H5P Matching ist ein Inhaltstyp, der kommt tatsächlich vom H5P-Kernteam, den habe ich hier nur drauf. Der ist nicht von mir. Ja, ist einfach die Idee, ich möchte so Begriffe zusammenbringen und das kann man natürlich irgendwie auch über so ein Multiple Choice machen, Multiple Choice über Drag the Words machen, wie man Text schreibt mit Zahlen oder muss man die Zahlen anrechnen, ist kompliziert. Hier zum Beispiel das Lied von Eis und Feuer ist natürlich Jon Snow, gehört da irgendwie dazu und da machen wir nochmal ein paar falsch, damit man, machen es einfach so, klack, und gucken uns das an, dann kriegt man eine Auswertung. Und dann funktioniert das. Funktioniert auch hervorragend. Wir können auch mal, damit ihr seht, ist alles ganz schön animiert und so. Kann ich mir auch so angucken. Zack, ist ganz schick, funktioniert. Ist leider noch nicht veröffentlicht, weil es einen kleinen Haken hat. Den zeige ich euch jetzt. Ihr könntet statt Text damit auch Bilder nehmen. Ist auch überhaupt kein Problem. Also funktioniert genauso. Also ich kann hier so mir Sachen zusammenklicken, wie ich das möchte. Und funktioniert, stürzt nicht ab oder irgendwas. Das Problem ist, es ist durch den Beta-Test durchgefallen. Was haben dann Leute gemacht? Die haben halt natürlich Bilder hochgeladen. Die Bilder waren einmal so 4 Megabyte Auflösung und größer. Und wenn ich hier natürlich, allein wenn ich hier nur 4 habe, dann könnt ihr euch vorstellen, okay, das sind schon mit dem Rest drumherum, sagen wir mal, so 15, 16 MB, die so eine Datei, noch größer, 17, 18 MB, die so eine Datei groß ist. Und die müssen erstmal durch das Netz geladen werden und bei langsamen Verbindungen kann das schon einen Moment dauern. Und es ist halt nicht ganz klar, ob das Ding abgestürzt ist oder irgendwas und von daher ist das noch nicht erschienen. Es gibt einen Weg drumherum. Also wie man es machen könnte, ist aber, das muss in den Kern von H5P, kommt halt nach dem H5P OER Hub. Aber wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, nö, mir macht das nichts, ich benutze es eh nur mit Text und mit
Ich glaube nicht, dass da Leute irgendwie Angst haben, dass das Ding abgestürzt ist, weil nichts passiert. Könnt ihr euch das installieren. So, Matching. Dann, oh, das ist auch schön, das ist auch nicht von mir. Ich habe es zwar auf meiner Seite, diesen Link, aber das Ding selber ist von Fabian Dendler aus der Schweiz. Der hat einen Inhaltstyp, auch auf derselben Seite, hätte ich schon mal tun müssen. Der heißt Geography Quiz. Der ist sehr schön. Ja, was ist das? Also ihr seht hier diese Karte und ich klicke einfach mal auf Start. Und jetzt ist die Frage, wo findet derzeit der Großteil der H5P-Entwicklung statt? So, und das Ziel ist jetzt, das möglichst genau zu treffen. Und der Großteil der H5P-Entwicklung ist natürlich in Norwegen und in Tromsø. Das heißt, hier auf der Karte müsste ich jetzt Tromsø in Norwegen finden, das möglichst genau. Und jetzt können wir mal gucken, ob ich das noch weiß. Hier irgendwo in der Ecke, da ist Tromsø, hier habe ich es gefunden. Mal gucken, wie genau ich das. Ich mache es jetzt mal nicht ganz so genau. Also es wäre irgendwo hier am Hafen. Ich mache es jetzt mal so ein Stück weiter weg. Also sag mal, Tromsø weiß ich, Tromsø habe ich gefunden. Jetzt klicke ich hier mal irgendwo drauf, so ein bisschen weiter weg. Dann steht da 993 von 1000 Punkten. Es ist auch so gemacht, dass je näher man da dran ist, desto mehr Punkte bekommt man auch. Und also wenn es hundertprozentig genau wäre, fast ganz genau, dann gäbe es 1000 Punkte. Und je weiter man weg ist, desto weniger wird das. Und ich könnte auch die Lösung anzeigen lassen. Da wäre, also sieht man jetzt natürlich nicht, da ist halt Tromsø. Tromsø, da ist das tatsächlich das Büro von Jubel, der Firma, hinter H5P. Der eine Modus, der zweite Modus. Man kann das so genau machen auf den Ort. Vielleicht braucht man das nicht ganz genau. Man könnte sagen, okay, in welchem Land fand denn die letzte H5P-Konferenz statt? Und wenn ihr gerade bei dem Kreuzworträtsel aufgepasst habt, dann ist das ein bisschen Melbourne, habe ich gerade gesagt. Dann müsste das Australien sein. Und dann klicke ich halt auf Australien und dann stimmt das auch. Da gibt es dann natürlich 1000 von 1000 oder 0 von 0. Und ja, es ist ein ganz schöner Inhaltstyp, finde ich. So, das war der. Dann müssen wir gucken. Marked Letters, den können wir überspringen. Das ist, glaube ich, nur so ein, könnt ihr selber mal drauf gucken, wenn ihr das wollt, aber der ist wirklich nur zum Testen und ich weiß auch nicht, ob der jemals fertig wird. Geht es eigentlich darum, so ähnlich wie bei Mark the Words, nur die Buchstaben zu markieren. Was vielleicht noch ganz spannend ist, ist eine Erweiterung der Zentrale für Unterrichtsmedien. Die hat nämlich das normale Image-Hotspots genommen. Das ist ja auch gibt und ein bisschen erweitert. Jetzt muss ich gestehen, hier habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Das ist auch nur Text. Das ist auch nur Text. Gibt's vielleicht, hier unten ist wahrscheinlich die Extra-Version. Die haben zwei Sachen gestört. Erstens, dass diese Hotspots eine feste Größe haben. Die wollten die mal kleiner haben, mal größer. Die kann man hier einstellen. Das andere, was sie haben wollten, ist, im Moment geht ja nur Text, Audio und Video. Und die wollten halt auch, dass da andere Inhaltstypen drin sind, zum Beispiel mal über Choice. Und die müsste ich mal gucken. Das ist offensichtlich ein Speak the Words, das da drin ist. Und das ist ein Drag the Words, offensichtlich, dass man da einbauen kann. Also hier kann man viel mehr Inhaltstypen mit benutzen, die im normalen Image-Hotspots nicht mit drin sind. Ist halt die Zoom-Edition. Könnt ihr euch ja auch halt runterladen, installieren, wenn ihr das möchtet. Überschreibt auch nicht irgendwie das normale Image-Hotspot, sondern das ist wie ein neuer Inhaltstyp. Ja, läuft dann einfach parallel. Das wäre das. Und dann kommen wir zum letzten. Der ist nicht hier drin. Den hat Peter nicht auf dem Schirm gehabt, aber den kann ich euch hier zeigen. Und den Link gibt es natürlich dann auch in der Videobeschreibung. Der heißt Cardblock, ist auch nicht von mir, sondern von Yasin Dahi. Wenn ich richtig informiert bin, arbeitet der in Kanada. Und das ist so ein kleiner Inhaltstyp, da kann man einfach so nette, visuell schicke Karten mitmachen. Das heißt, ihr braucht nur ein Bild hochladen, da ist es hier das Bild. Dann gebt ihr ein bisschen Text ein, der ist hier. Und dann sagt ihr vielleicht noch, es soll vielleicht noch einen Link dazu geben. Dann ist das der hier und dann klicke ich auf Read More und dann komme ich in die Wikipedia in dem Fall, wo der ganze Artikel drin steht. Ist auch noch nicht offiziell erschienen, hat auch noch so einen kleinen Fehler. Wenn euch das, könnt ihr euch ja... vielleicht meinst du, den habe ich jetzt nicht zum Runter, auch habe ich doch zum Runterladen gemacht, wollte ich eigentlich ausstellen. Würde ich vielleicht noch nicht machen, ich stelle das gleich aus, weil ein paar kleine Fehler sind noch drin, jetzt eine optische Natur, aber ich weiß halt nicht, ob Yasin den Inhaltstyp vielleicht noch ein bisschen ändert und dann kann es sein, dass euer Inhalt kaputt geht. Von daher, hier ist ganz gut zu wissen, den gibt es schon und wenn ihr wisst, was er tut, könnt ihr euch den auch installieren. Ansonsten wisst ihr halt, der kommt und der kann einfach helfen, um die Website so ein bisschen schicker zu gestalten oder eure Kurse ein bisschen schicker zu gestalten. Das war Cardblock. Und jetzt bin ich auch durch. Da wollte ich hin. So, war ein bisschen länger. Aber ihr habt gesehen, es gibt halt viel, was kommt. Also wenn es jetzt so ungefähr 40 Inhaltstypen jetzt schon gibt, demnächst kommen einfach nochmal 10 dazu. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch jetzt schon benutzen. Ihr habt gesehen, wie wir installiert haben. Einfach auf Reuse klicken und die Datei runterladen und die Datei dann auf eurem System hochladen. Wenn ihr die entsprechenden Rechte habt, dann werden auch die Bibliothek mit installiert und ihr könnt die Inhaltstypen schon benutzen. Und bei mir braucht auch keiner, also bei den ersten, die ich
gezeigt habe. Braucht ihr auch keine Angst haben, da geht nichts kaputt. Wenn dann später die offizielle Version kommt, dann könnt ihr die einfach drüber installieren und alles geht weiterhin. Ja, das war Episode 9 von H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, bei der letzten Episode dieser Reihe, der Nummer 10. Bis dann. Ciao.